genug Zeug ran, damit ich mal kann. Müsste dann hinhauen. Werden uns dann noch mehr von der Breitmäuler besorgen. Mal nochmal das Glück. Weiter fliegt vielleicht nochmal drüber. Habt ihr größere Fläche einfach abfliege. Das. Ah, shit happens, ey. Shit happens. Narkotik, noch Bolas, ja, auch noch. Okay, gut, dann machen wir die Sache ab. Sind dann die, wenn man die Mofarmen schickt, bup, 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 alle weg. Und was wieder in die Leichts. Hätte mich noch mehr geärgert, wenn ich selbst Kehleuchtpistole kattet. Ganz ehrlich. Vielleicht bin ich jetzt schon wieder. Mach doch alles. So, Sparkpuder, 10 Stück. Sparkpuder. Aber, und machen dort den Grappling Hook raus. Ich habe nur bis jetzt nicht benutzt. Wir machen dort den Kampfpfeil hin. So, und dann gehen wir uns noch weitere Breitmäuler suchen. Wow. Kennst du mich nimi? War ich so lang K.O.? Ruhig, ruhig. Auf geht's. Was ist das? Captain Phasma! Hallo? Puls fühlen. Was ist mit ihr passiert? Sie lebt noch. Oh mein Gott. Oh, Captain Phasma, Sie sind viel größer als ich. Ach, Mann, was ist passiert mit Ihnen? Oh Gott, wachen Sie doch auf! Regnet es auch noch. Nichts mehr für mein Alter. Ich tue das nur, weil sie mir auch eben quasi gerettet hat. Nur dafür tue ich das. Als ich so stark verletzt war. Sie sind groß. Wow. Das hat komisch ausgesehen. Als wäre sie gar nicht da. Gucken wir. Captain Phasma, ruhen Sie sich aus, auch wenn ich Sie nicht sehe. Ein Wunder, dass ich mal Sturmtruppler suche, wenn die da all drumherum K.O. gehen. Irgendwie scheint sie vielleicht auch mit der Atmosphäre nicht klar zu kommen. So, Roko. Roko ist schon brav stehen. Ich hoffe, sie erholt sich. Mal, ob ich noch ein weiteres Breitmaul finde. War wieder Nacht. Die sind in ihre Höhle reingegangen. Und Schutz gesucht, wahrscheinlich auch jetzt wegen Regen. Und da hinten ist so ein Dreihorn. Bringt man nicht wirklich was. Ehrlich, wie alles andere. Das darf ich bloß nicht reizen. Guck mal hier nur mit einem Lichtschwert. Ach, guck mal da.
Guck mal hier, guck mal hier. Guck mal. Links ab. Und zack. Jawoll. Oh. Nettoschlitzer. Nettoschlitzer. Cool, ganz cool. In der Kopf. Ich stehe in der Oberschenkel. Ich klappe. Dann fall um. Jawoll. Sehr schön. Sehr schön. So. Ich hoffe, der wird schnell haben, Zahn. Wenn er den Kopf in der Sand stecken wird. Hugo, komm her. Ja, Spielgefährte für dich. Oh, ich hab noch wohl ein bisschen arg verletzt am Kopf. Wenn das so arg guck, hab ich ordentlich Gap. Was geht eigentlich, ne? Müssen wir deine Handzahm machen? Nur wäre Ehre Handfüttere, das haben wir mal durch. Ne, ist noch einer. Ne, ist noch ein Breitmaul. Gut, das besorge ich dann noch. Und dann müssen wir ja wieder deine Sattel anfertigen. Da muss ich wieder Maß nehmen. Ja, schon das zweite Mal, dass ich eine anfertigen muss. Gut, gut. Ich weiß zwar nicht, wo unser neuer Sturmtruppler hin ist. Er wird ja wieder auftauchen. Hoffentlich ist dem auch nichts passiert. Jetzt sind wir gerade mal zu dritt geworden. Soweit, jawohl. Und dann noch eine Ladung aus der Hand. Vielleicht kriegst du einen Spielgefährten, ha? Dann will ich, dass ich den da unten noch krieg. Wären mir drei wenigstens mobil. Oh, da ist noch einer. Ist einer noch? Der hellere. Der ist dunkel entdeckt. Soll ich gleich dann noch zwei besorgen nach dem hier? Noch zwei besorgen? Noch ein Sturmtruppler auftauchen sollte? Offscreen habe ich da mal alles weggemacht, was so null war. Ja. Habe ich alles gelernt. Nichts über sie habe. Dass das einfach mal weg ist und markiert ist. Dachte mir halt, das stört eh nur. Oh, guck mal. Ich mach mal da. Und ich wollte auch unser Zeug da, dass mir da mehr Imperium zeigen können. Ja, wir haben da auch ein paar Dutzend Sachen für uns vor. Gut, ein Vokusor Spielgefährte ist da. Loco. Wer ist kreative Namensbildung pur? Ich gehe halt davor aus, dass die nicht lang überleben. Was haben wir denn da? Was ist denn? So. Pike. Das Schwert muss ich die Pike lernen. Oh, da sind drei Lagerteile. Wo ist die Pike? Ah, da ist die Pike. Einen Punkt. Wohl, ja. So. Mal so.
Ich lasse. Und noch das da. Deine Mama noch. Hier fällt uns. Fällt uns der komische Tisch wohl. Und der. Auch einfach ein Baumeister. So. Vertraust du uns? So, du hörst? Hörst du? Lauf mal da hoch. Ob jetzt? Immer, mach das nur, was der Woko macht. Verdammt. Darf ich wohl nicht wursen? Ja. Geht doch, muss man immer erst Gewalt anwenden, dass ihr funktionieren. Jo, jemand ist drauf. So, ja, mitkommen. Funktioniert besser. Wir gehen zurück zum Lager. Hoffentlich hat sich Captain Phasma erholt. Jetzt müssen wir die jetzt noch aufpäpple. So los. Der Schüsse. Was tun Sie da? Ich bilde den. Genau. Bekommt man vom Tamer zurück und beide drüber sind Verdo. Wahnsinn. Weiter oder aufhören? Noch einmal. Kopftreffer. Captain Phasma, hören Sie das? Wow, was ist denn hier los? Immer wenn der G-Fighter kommt, gebt ihr mir zwei um. Kann doch nicht sein. Was für ein Energieausstoß hat dieser G-Fighter? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, da fällt mir auf, wir brauchen noch ein drittes Bett. Wir müssen die Base erweitern. Ich bin ja in der Holzkunst so weit, dass wir hier die Base einfach vergrößern könnten. Mache ich jetzt auch. Mal, bis die zwei mir wieder aufstehen. Wahnsinn. Das sind keine zuverlässige Sturmtruppler, da. Wenn die immer umkippen, wenn du so Raumschiff drüber brettert. Nicht wirklich hilfreich. Was für Bohrer? Da ist nichts von dem Bohrer. So. Machen wir doch erstmal Base-Erweiterung. Fertige Menschengröße. Passt. Da muss ich noch Platz haben. Oh. Ach, passt ja. Anhebenheide mache. Und
Ewigkeiten. Oh, was ist denn das so? Oh, in meiner Koma-Phase musst du wohl, wovon der da ist? In meiner Koma-Phase ist er wohl gepflanzt worden. Immer noch nicht alle Pflanzen wachsen. War gepflanzt worden. Ist gar nicht. Okay. Cool. So, Captain Phasma. Ich waren hier noch alle, also muss wohl Captain Phasma, während ich verletzt K.O. war, sich in der Gartenarbeit versucht haben. Das hat sie immer noch gar nichts, ne? Na gut. Immer scheinen hier die T-Fighter auszustoßen. Ist meine Sturmtruppler direkt K.O. gehen lassen. Hebungen wegmache. Fest. Müssen wir da mal eine Halterung. Endrastpunkte. Endschlage. Ja auch. Ist mal mein Werkzeug kaputt gegangen. Doof. Bleiben Sie stehen! Wer sind Sie? Ja, der ich immer bin. Ich komme doch öfters vorbei. Sie kommen auch immer auf einer anderen Kreatur, wie Sie möchten? Ist die gleiche Kreatur, wie ich beim vorletzten Mal da war. Nein, nein. Beim letzten Mal hatte sie einen viel schmaleren Kopf. Müssen Sie sich komplett vertun. Aber wie geht's Ihnen eigentlich? Sie waren beim letzten Mal nicht ganz bei Bewusstsein, als ich ging. Haben Sie mich getroffen? Das kann sein, ich weiß es nicht genau. Möglicherweise habe ich Sie im Schussgefecht getroffen. Dann haben wir da was zu regeln. Nein, 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 bitte nicht. Das war ein Versehen und es geht Ihnen ja wieder so weit gut, wie ich sehe. Soweit ja. Gut. Captain Phasma hat mich in der Verletzung auch versorgt. Zu unserem Geschäft ist es ja nicht gekommen. Ja, ich hatte gemerkt, dass Sie dann ja schon einen anderen hatten, dann brauchten Sie mich ja nicht mehr. Aber ich habe ein neues Angebot für Sie. Lassen Sie hören. Was halten Sie davon, wenn Sie mir 3 von diesen Reittieren bringen. Ich könnte sie für jemanden gebrauchen. Sie werden natürlich auch dementsprechend entlohnt. Wie sieht diese Entlohnung aus? Ich habe da einige Taler für Sie, die ich Ihnen geben kann. Damit können Sie hier auf dem Planeten viele Sachen kaufen. Sie haben republikanische Kredits? Was wollen Sie denn damit hier? Damit können Sie hier nichts kaufen. Wie heißt dann Ihre Währung? Ein Stück Metall. Das sind die. Ragnar Coins. Mir hat richtig überlegt. Mir hat richtig gemerkt, wie er überlegt hat, wie die heißen. Aha. Können Sie mir da einen Wertvergleich bieten? Was so ein Ragnar-Taler wert ist? Ein. Es ist.
Eine gute Frage. Ich weiß nicht genau, wie viel ein republikanischer Credit wert ist, wie Sie es meinen. Wie viele von diesen Ragnarthaler bekomme ich denn für drei Breitmäuler? Ich würde erst mal sagen, pro Breitmäuler 10. Und wenn da besondere Exemplare bei sind, dann werde ich mich natürlich auch weiter erkenntlich zeigen. Und wie viele Sonnenstunden haben wir dafür Zeit? Das ist mir eigentlich relativ egal. Sie können sich natürlich denken, dass irgendwann meine Interessenten ungeduldig werden. Aber ich wäre froh, wenn das noch heute passiert. Zurzeit geht nämlich irgendwie in meinen Sturmtruppler eine Krankheit um. Ich weiß nicht, ob das an dem Treibstoff liegt des T-Fighters, der uns die ganze Zeit sucht. Aber irgendwie kippen mir andauernd die Sturmtruppler um. Oh, das ist doof. Aber die sind vielleicht auch einfach nur überarbeitet. Von was denn? So viele Missionen gebe ich gar nicht. Neue Umgebung, die Hitze und der Stress nach dem Absturz, da ist schon sehr viel. Sie meinen, die stehen noch unter Schock? Ja, das könnte sein. Aber was sagen Sie nun zu dem Handel? Würden Sie darauf eingehen? Wir könnten eigentlich vom Handel hingehen, ne? Diese Ragnarthaler könnten vielleicht wertvoll sein. Da ich davon ausgehe, dass diese Ragnarthaler hier etwas wert sind, nehme ich die Mission an und gehe auf das Geschäft ein. Ich habe dann hier ein Funkgerät für Sie, damit Sie mich Oh, jetzt kriegen wir auch anrufen noch ein können, zum Beispiel, Funkgerät. Sehr nice. wenn muss ich nicht ständig vorbeikommen. Auf welcher Frequenz senden Sie? Auf der Frequenz 815, aber ich habe das soweit eingestellt. Wenn Sie sonst etwas brauchen, können Sie auch jederzeit nachfragen. Verstehen Ich Sie habe mich vieles im bereits? Angebot. Per Funkgerät. Nein. Können Sie mich jetzt hören? Versuchen Sie es jetzt nochmal. Hören Sie mich? Nicht übers Funkgerät, wir stehen zu nah aneinander. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen aber auch die Frequenz vielleicht nochmal nachstellen. Manchmal rutscht die da wieder raus. So, jetzt besser. Versuchen Sie es mal. Ich höre Sie ja auch nicht übers Funkgerät. Ja, das ist komisch. Bisher funktioniert das immer. Dann muss ich Ihnen wohl ein defektes Funkgerät gegeben haben. Dann behalten Sie Ihre defekten Geräte mal. Ich werde später wiederkommen und nochmal schauen, ob ich ein repariertes Funkgerät für Sie habe. Das ist wie zwischen die Heilen gerutscht. Das ist wohl ein kaputtes. Vielleicht haben wir bis dahin die Mission erfüllt. Ja, das wäre gut. Dann sehen wir uns demnächst. Sehr schön. Auf bald. Von Sky. Ganz meinerseits. Möge die Macht mit euch sein. Captain Phasma. Nein, Leute, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist einfach. Ja, was ist passiert? Können Sie sich an irgendwas erinnern? Ich habe mit dem neuen Rebellen Schussübungen gemacht. Und dann auf einmal nichts mehr. Wir haben eine Mission bekommen von John Sky. Oh, welche Mission haben wir denn erhalten? Wir müssen Breitmäuler, drei Stück besorgen. Je gesünder, je besser. Rüsten Sie sich aus für diese Mission. Ich werde unser Gebäude weiter ausbauen.
Ich habe jedoch noch keine Breitmäuler getamed. Und gefügig gemacht, sie müssen mir das erst zeigen. Da hat sie leider recht. Gut, dann werde ich selbst diese Mission erfüllen. Ich habe hier schon die passenden Halterungen in die Boden reingeschlagen. Sie müssen eigentlich nur die Wände draufstecken. Fühlen Sie sich hierfür in der Lage oder sind Sie noch geschwächt? Ich denke, das sollte ich hinbekommen, mein Lord. Aber reißen Sie nicht irgendetwas ein oder so ohne mich. Wir müssen da noch gucken, ob das dann hält, was ich da zusammengefriemelt habe und was Sie da zusammenstecken. Ich begebe mich auf die Mission. Alles muss man, jawohl, mein Lord. Man selber machen hier. Das ist so Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. Kann ich 3 Breitmäuler besorgen? Ich werde 3 neue besorgen, ne? Mein Trupper bildet Rebellen aus? What? Das war doch auch Sturmtruppler. Hier mit dem Voko. Mit dem Voko. Bleibst du stehen? Oh, habe ich nicht aufgepasst. Wenn das so gewesen sein soll, ist das Untergang. Also, ich habe es nicht gehört. So. Das sieht ja schon mal gut aus. 2 Stück sehe ich schon. 3 Stück, perfekt. Guck mal, der ist komplett schwarz. Geil. Ich will den gar nicht hergeben, weil der so geil aussieht. Habe ich ins Auge geschossen, ne? Oh, das war nicht der Oberschenkel. Eieiei. Na hopp, geh um. Habe ich zu wenig Pass durch die Pfeile geschmiert? Oh. Geht doch. Geht doch. Komm her, gib nochmal die Pfeile hier, die brauche ich noch. Gut. Komplett schwarz, sieht ja geil aus. Ich glaube, ich brauche nicht alle. Wofür bist du? Der fresst schon. Und da ist er. Und gut am Tamen, ne? So, während ich tame, kann ich natürlich wieder mit euch quatschen. Also, ich habe nicht gehört, dass Captain Phasma Rebelle ausbildet. Muss ich nochmal drauf achten, wenn ich wieder zurückgehe. Star 375, willkommen im Stream. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Du willst mitspielen? Gut, Fesche hat dir ja schon geholfen. Wärst erstmal mit Mod-Download beschäftigt sind, ne? So, der Para, der Breitmäuler hier. Muss jetzt erstmal per Handfütterung, dass wir. Komm, da, nimm noch ein paar Beere. Gut. Bin ich gleich voll dabei. Ja, das freut mich. Habt ihr Brot? Du, ich bin mit diesem Planeten noch nicht vertraut. Ich hab noch nicht rausgefunden, aus welcher Pflanze ich hier Brot machen kann. Also, sobald ich das weiß, sage ich da Bescheid. Verwandte gibt es hier schon, ne? Aber die heißen jetzt nicht Jar Jar Ente. Will ich nochmal aus der Hand essen? Komm. Ich hab noch ein paar Beere. Bei 2 Kollegen, die schnapp ich doch hin auch noch. Dann hätte ich schon 3 Stück. Komm. So, nimm noch ein bisschen. Sehr gut. Ja, nur dabei hat sie dann gesagt, sie bildet Rebelle aus. Witzig.
Koko! Hier. Näher zu mir. Gut. Sinnerschen? Unser erstes Breitmaul hört aufs Wort. Immer sehr gut. Wenn die doch jetzt nicht so gehorsam sind, dann gib mal die getrost ab. Da kann der sich dann damit rumschlagen. Sie hat Schießübungen mit Rebelle gemacht. Ja, hoffentlich haben die Rebelle die Schießübungen nicht überlebt. Würde ich doch mal behaupten. Ne, habe ich echt nicht registriert, ne? Da hatte Skeletor recht. Willkommen im Stream. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. War ich schon beim Start von dem Testprojekt hier dabei. Freut mich, dass du wieder reinschaltest. Der Schwarze gefällt mir schon, ne? Wohl jetzt Axi, dass er nur Level 90 ist. Ne, das ist ja fürs IP irrelevant, welche Level die Dinos sind. Wow! Das nenne ich live. In dem Sinne wäre dann gleich Pause. Ach, ich liebe Ark für sowas. Ach Gott, liebe ich Ark für sowas. Kann man das beschleunigen? Okay, wir beschleunigen das Ganze. Ich lasse Server sofort das Update machen. Wir sehen uns dann. Was haben wir jetzt? Ah, wir sehen uns, denke ich, noch einmal vor 45, wenn wir uns wieder sehen. Einfach im Stream bleiben. Ich halte die 10 um und lasse ein bisschen Musik laufen. Bis ich wieder an der Stelle online bin. Weil anders da ist das fürs Roleplay einfach doof, wenn man einfach umkippt. Ich habe jetzt so gut die 10, es ist jetzt gerade nichts los bei mir und deswegen machen wir doch Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr seid dann noch da. Fürs Update von Ankh kann ich echt nichts. Einfach online bleibe, dranbleibe. Wir beschleunigen das Ganze so schnell wie wir können und dann sehen wir uns gleich wieder online auf dem Server. Für alle anderen, die mitspielen wollen, Ausrufezeichen Server in der Chat, ist die beste Chance jetzt gerade Mods zu laden, ne? Bis gleich.